Guess who's back? Hallo ihr Lieben! Ja, ich habe einen XXL-Haul für euch. Man sieht schon, wo ich bestellt habe. Ich habe bei Cloud9 bestellt. Und hi Elena, thank you so much for your pretty order. And love you to see you again. Enjoy it all. Love, Yuki. Die packt das meistens immer und auch sehr, sehr schön. Meine dritte oder vierte Wolke. Die kleben mir alle am Schreibtisch. Ich, wartet mal ganz kurz. Ja, zwei große habe ich und eine kleine. Also sind anscheinend unterschiedlich. Ja, wirklich, lass mal hier. Ich fange mal an. Ich habe Goodies bekommen und zwar ein Anhänger Made with Love. Dann habe ich das hier bekommen. Also ich habe das Paket nur aufgemacht. Ja, wir gucken jetzt zusammen rein, ne? Ich finde ja die Aufkleber immer so süß, ne? Man kriegt sie leider nicht ab. Das ist ja cool. Das ist, ja, so Glitterzeug. Dann war ein Ballon mit dabei, dann ein Thank You Aufkleber, dann wieder so eine süße Karte. Ah, das ist ja cool. Ich habe einen Kartenrolling bekommen und einen, aber wie riesig ist das bitte? Und einen Briefumschlag. Oh, guckt mal. Das ist ja geil. Oh, wie süß ist das denn bitte? Das ist ja niedlich. Cool. Ich drehe das mal so rum. Also ich packe das mal kurz weg und das andere drehe ich so rum, dass ihr es natürlich noch nicht seht. Ein Bonbon. Ein Kugelschreiber. Und meine Rechnung. Die aber niemand sehen möchte. Ja. Die möchte wirklich niemand sehen. Also cool, Lolli. Den muss ich verstecken. Ein Kugelschreiber ist immer cool. Also. Wir fangen mal an. Herr Oreal. Ja, genau. Und zwar, ihr Lieben, Lieben, Lieben. Tadam. Und wartet. Hier ist es. Ich habe nämlich die beiden Sachen gehabt, weil die liebe Lisa, das ist uns aufgefallen. Also ich vermute mal, sie war das. Sie hatte nämlich die letzten bekommen und ich hatte sie im Warenkorb und auf einmal waren sie weg. Auf einmal waren sie weg. Ja, nicht schlimm. Jetzt habe ich sie. Denn ich arbeite so lange nicht mit den Sets, bis ich die Stanzen habe.
Beim Plotter gefällt mir das nicht, wie der mir das von Lornfrauen ausstanzt, weil das alles viel zu klein und viel filigran ist. Also, einmal das. Und hier habe ich die Stempel vergessen gehabt. Die Stempel vergessen gehabt und dann habe ich sie nicht mehr, dann habe ich sie nicht mehr bekommen. Ja. Freue ich mich drüber. Also, die beiden. Ja, entschuldigt bitte, mein Kaffee wird sonst kalt. Ich behalte das Papier eh nicht, von daher ist mir das wurscht. Leute, in meinem letzten Video war dann ab der 21 Minute kein Ton mehr. Es tut mir leid, also ich achte da jetzt drauf, dass da alles in Ordnung ist. Welche ich nicht mitgenommen habe, ich weiß nicht warum, ist die hier. Weil die ist so niedlich. Ich weiß nicht, warum ich die nicht mitgenommen habe bei Manny. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Oh, Free Hugs, Free Kiss. Oh, es ist so niedlich, ne? Also total süß. Dann natürlich das hier. Den Regenbogen, der war ausverkauft. Den hole ich mir auch noch. Was ist denn hier nur? Ach, alles klar. Na, komm her hier. Stanzteile hier. So, und dann habe ich mir noch ein paar Stempel ausgesucht, die ich unbedingt haben wollte. Die hier. Guck dir mal, wie süß. Sind die nicht niedlich? Ich liebe, also seitdem ich das Set von Mama Elephant habe, bin ich einfach nur hochgradig verliebt. Ich brauche auch noch die hier. Da gibt es ja auch eine Agenda, die war leider ausverkauft. Und ja, ich bin so in love, richtig in love mit diesen Viechern hier. Koalas, guckt euch mal bitte an, wie niedlich die sind. So schnucki süß. Ich hatte ja mir das letzte Mal die hier mitgenommen. Und die feiere ich ja schon so dermaßen. Kann ich euch einen zeigen? Wartet mal. Also ich habe so viel koloriert, dass ich es nicht finde. Nö. Nö, nö, nö. Ich habe nur den fetten Hamster gefunden, aber der ist nicht von Mama Elephant. Ja, der ist aber auch süß. Aber auch die gleiche Größe. Also von daher, die sind einfach. Ach, hier ist er. Leute, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Da. So. Und die haben ja immer meistens so ein Herzel mit da drin in den Agendas. Guckt mal bitte, wie niedlich. Oh, ich bin schon wieder total, total in love. So, ihr Lieben, ich muss so kurz unterbrechen. Bei uns stürmt es und regnet und die Kinder wollen raus, aber nein, das geht nicht. Und da ist dann manchmal eine Diskussion, die ich eigentlich nicht führen bräuchte. Aber so ist das nun mal. Nordsee kann sich jeder vorstellen, wenn es hier stürmt, dann stürmt es richtig. Ja, also dann kannst du dich auch schon mal an der Windstange da draußen festhalten. An der Windstange, an der Straßenlaternenstange. Ja? Also. Das glaubt man nicht, wie stürmisch das ist an der Nordsee. Am Meer würde es sich wegfegen. So. Dann habe ich etwas getan, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Also, das ist ja manchmal so, dass ich das bei mir selber nicht kann. Vor allem, wenn es. Ich habe heute einen Clown gefrühstückt. Vor allem, wenn es um Bastelsachen geht. Nee, ich bin einfach nur gut drauf.
Ich habe mir die ja mitgenommen. Die fand ich nämlich auch ganz schnuffelig. Die wollte ich schon so lange haben. Ich habe die mir selber noch gar nicht angeguckt. Oh, sind die süß. Niedlich, ne? Da frage ich mich aber gerade. Warte. Nee, das nicht. Ah ja, hier. Ah ja, doch. Das ist derselbe Stil hier. Ach, guckt mal. Guckt mal. Seht ihr? Das ist dasselbe Mäuschen. Oh, was einem gleich auffällt, ne? Ich bin da ja wie ein Fuchs. Ich kenne ja meine ganzen Stempel in- und auswendig. Sobald da irgendwas ist. Aha, aha, ja, das gab's schon. Ach nee, die Bastler. Ja, man kennt es halt eben. Das ist genauso wie Lawnfawn. Das hier ist mir zum Beispiel auch gleich vorhin aufgefallen. Das hier gibt's in Sworn Soiree. Ich glaube aber in die andere Richtung, weil Lawnfawn macht nie was doppelt. Nie. Und wenn, dann ist es eine andere Größe. Also, ja, da merkt man, Bastelfreak. So, ich habe die Stanzen mitgenommen. Ich besitze nur von meiner Chicky-Agenda die Stanzen. Ich weiß nicht, warum ich die mitgenommen habe, denn ich blotte das mit dem Blotter aus. Hier, das ist ja meine ganz alte Aufbewahrung. Ach, warum das immer? Ich hasse es, ehrlich. Ich hasse es wie die Pest so. Warum ich mir die Stanzen mitgenommen habe, verstehe ich nicht. Mal gucken. Wenn mir das Gestanze besser gefällt, dann hole ich mir die hier auch noch. Also, die waren auch nicht im Angebot oder so. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt der Knaller. Also es war gelbes Papier, ja. Mit der Wolke drauf. So. Erst einmal noch ein altes Set von Mama Elephant. Wollte ich unbedingt haben. Weil ich nehme mal den Fuchs hier. Ha. Tanja, mein Schatz, ich grüße dich. So, genug geknutscht. Fast 7,5 cm. Also, das ist eine ordentliche Größe für eine Karte. Ne? Breit haben wir 4,5. Das Flugzeug ist 4,5 mal ist auch Wurscht. 4,5 mal ist auch Wurscht. Die haben eine ordentliche Größe. Und ich liebe Heißluftballons. Und jetzt, ihr Lieben. Man sieht es schon an der Verpackung. Mama Elephant hat ihre Verpackung geändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es besser. Ich finde sie sehr, sehr schön, die neue Verpackung. Schmeiße ich hier gleich alles runter. Ich habe mir, ich musste mir das neue Release holen von Mama Elephant. Guckt mal bitte. Sind die nicht süß? No, ich finde die so schnuffig. Guckt mal bitte hier, wie er guckt. Oh, und ja, es ist eine Blume. Ich dachte erst, es war ein Kleeblatt, aber nein, es ist eine Blume. Und er hier und oh, ist das nicht süß? Die Biene. Was oh, ist so niedlich. Ja, spätestens nach dem Video, also wenn das mein Mann sehen würde, der würde sagen, ja, ich lasse dich einweisen. Aber Leute, ich freue mich. Es ist Kackwetter, es ist heute Basteltag. Ich darf heute wieder ein bisschen basteln und ja, ich freue mich. Also die. Leute, wartet mal. Oh, guckt mal.
Also die Verpackung ist ja süß. Seht ihr das? Ist da jetzt immer was anderes? Nehmen die da jetzt immer was anderes? Und hier ist sie selber auch drin. Guckt mal mit der Regenschirme. Ist das süß. Oh, ja, die könnte ich heute nehmen, ne? Sind die nicht niedlich, Leute? Guckt mal. So schnuffi, schnuffi, süß. Ach, ich bin schon wieder hin und weg. Ja. Das waren Stempel und Stanzen. So, das räume ich jetzt mal kurz weg. Ich freue mich. Dann habe ich also ihr seht Lawnporn, ja. Fast in Rainbow Order. Mir fehlt noch lila. Mein Lawn von Cardstock mitgenommen. Ihr habt hier 10 Sheets drin, also 10 Blätter. Diesen nehme ich aber wirklich nur für, ja, wie sagt man? Wartet. Ah ja, hier. Ich habe nämlich zwei neue Stanzenbehälter machen müssen, weil es nicht mehr ausreicht. Und da habe ich ein bisschen getauscht und muss mich da jetzt erst dran gewöhnen, wo meine ganzen Stanzen sind. Weil wenn man 100 Millionen Stanzen hat, findet man es wirklich nicht mehr. Also, zum Beispiel für sowas hier. Und dann nutze ich aber auch den kleinsten Schnipsel, weil das ist nicht gerade günstig. Aber ich liebe es. Also die Farben sind, Leute, die Farben sind der Oberknaller. Kann man nicht anders sagen. Ich liebe es. Ich, ach, streicheln, streicheln. Streicheln. Ich liebe es. Ich finde die Farben so schön. Und da kommt auch kein Faltkartenpapier. Ich habe Faltkartenpapier fast alles da hier. Da kommt Faltkartenpapier nicht ran. Also da ist meine Meinung. Wer einmal Lawnfarn hatte, der weiß das. Das ist, ich liebe es. Ja. Also alles Lawnfarn. Ja, ihr Lieben. Weiter geht's. Also, das war mein Papier. Aua. Und das sieht auch so schön aus, wenn ihr das dann hier, ja, ihr dann einen Regenbogen macht damit, ne, mit dem Papier oder halt eben für Akzente, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Kann man sich dann aussuchen, welche Farben man nimmt. So, ihr Lieben, jetzt kommt der Knaller. Ich habe angefangen zu basteln, da hatte ich erst so eine billige Stempelhilfe. Ich habe euch schon tausendmal gesagt, dass das Ding hier scheiße ist. Es ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es scheiße. Ist meine Meinung, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich behalte es trotzdem für Digi-Stamps. Brauche ich ja auch noch eins. Man kann nur ein Motiv stempeln. Das hier ist wackelt. Das heißt, wenn du nicht aufpasst, verrutschst du und stempelst wieder daneben. Also totaler Dreck. Und ich liebe Äugler schon seit Jahren. Seit Jahren. Mit Misty. Und dieses Mal habe ich mir gesagt, dieses Mal holst du dir. Das war mein Ostereinkauf.
So, ich hol's mal raus, ne? Wenn ich es dann rausbekomme. Ah, jetzt. Oh, geil. Hammer. Hammer. Ich freue mich. Nee, ich freue mich wirklich. Oh, ist das hammergeil. Ach du meine Güte. Boah, mega. Mega. Oh, geil. Hä? Bin ich dumm? Ich bin bescheuert. Leute, bin ich blöd. Alles klar. Oh. Alter Schwede, ist sehr stark. Ach du meine Güte. Ja. Der ist echt stark. Ah, hier macht man nur ein Blatt rein, oder wie? Oder... Und das lasse ich auch drin, ne? Aber nur ein Blatt dann, ne? Hm. So, ihr Süßen. Ihr seid jetzt live dabei. Wenn ich hier mein, ja, mein Klebeband quasi dran mache. Das war nicht ganz die Mitte, aber egal. Wurscht. Oh, mega. Oh, Leute, ich freue mich so. Na, ihr hüpft. Hier ist immer irgendwas Weißes und es hüpft immer weg vor mir. Muss irgendwie aufgeladen sein, das hüpft immer weg. Ihr seht es nicht durch die Kamera. Aber es hüpft immer wieder weg. Mega. Ja. Also wie sich das schon anfassen tut und alles. Oh. Gott, ey, Leute. Wollen wir mal zusammen stempeln? Aber ich glaube, hier kommt nur ein Blatt rein. Die anderen tue ich jetzt weg.
Ach so, was ich immer am Anfang zuerst mache, ist, ihr habt euch ja so bedankt über meine Hilfen, die ich euch gebe. Mir schreiben ja auch ganz viele immer privat von euch. Also das fand ich ja super süß. Und ich denke mir immer ganz oft, ach, die Leute wissen das doch. Quark die doch nicht mit deinem Scheiß zu. Aber ich merke immer wieder, nein, es wissen nicht alle. Und deswegen, so wie ich meins mache, so sage ich euch das jetzt. Und ja, wenn ihr Mama Elephant-Stempel bekommt, macht euch hier oben, Lawnfawn hat das von Haus aus, das ist verbunden, macht das noch nicht auf, macht euch hier ein Stück Klebeband rum. Ja? Und dann mache ich auch noch, wartet, jetzt ist es hier reingefallen, das Klebeband. Oh, wie ich es manchmal hasse, wenn man ein Video dreht, das passiert nie. Ne? Aber beim Video passiert es. Und dann mache ich mir noch an die Ecke zwei, damit das wirklich nicht mehr abgeht. Und in der Mitte noch eins. Kanten schneidet ihr ab hier. Also das, was drüber steht. So. Zack. Dann könnt ihr das auf- und zumachen. So, ihr Süßen. Wir machen jetzt mal einen zusammen. Seht ihr das hier? Da? Der hüpft weg. Weg ist er. Lawnfawn, mein absolutes Lieblingskissen. Na, habe ich euch ja auch schon ganz oft gesagt. Also ich muss erst einmal klarkommen mit der Größe. Ja, das ist ja nicht das Kleine. Das ist ja das Große. Oh Leute, mega. Ich bin begeistert. Tief einatmen. Ich bin begeistert. Ach, ihr seht es nicht so. So, jetzt hole ich hier meinen Stempelchemie raus. Ja, ich ecke hier überall an. Also ein bisschen Platz machen hier. Moment. Meine Nummer 1. Also ich sprühe da 3-4 Mal drauf und dann hält mir das aber auch. Ne? Ich wasche die immer. Der ist jetzt frisch gewaschen. Auch das hier war meine Tochter, die hat da aus Versehen Kleber drauf gemacht. Weil wenn meine Stempel nicht 1A so sauber sind, kriege ich einen Anfall. Da, also Stempel müssen sauber sein, sonst. Und ich will jetzt, ihr zeigt mir jetzt bestimmt einen Vogel. Und die müssen dann auch wieder akkurat hier drauf. Ja, ich weiß. Ich bin bescheuert, na und. Wie sagte meine Freundin, Leute ohne Macke sind Kacke. So. Ich habe eine Macke, na und. So, ihr Lieben. Huch. Ja, also es ist, ja, ich muss mich erst dran gewöhnen, weil es ist riesig. Es ist riesig, das Teil. Ich ecke hier überall an. Ich mach's mal lieber zu. Ja, ihr Lieben.
Das war meine große Bestellung bei Cloud9. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und einen wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Ich werde jetzt mal wieder anfangen, Videos zu machen, was mal nicht ein Haul ist oder was mal nicht ein Gastdesign-Beitrag ist, um einfach, ja, ich wurde auch gefragt, ob ich mal zeigen kann, was ich alles so habe oder über Stempelkissen oder es gibt ja so viel, aber Leute, es ist die Zeit als Vierfach-Mama, na, ich kann's, ich weiß, ich betone es immer so oft, aber es ist einfach so. Die Zeit ist einfach der Killer. So, und eine Sache liegt mir auf dem Herzen. Das muss ich jetzt einfach sagen. Ob diejenige das sieht, weiß ich nicht. Ich habe sie eigentlich blockiert. Ist mir aber auch Schnurz. Ich sage nicht wer. Ich sage nicht was. Ich habe eine ganz, ganz bitterböse Nachricht gestern bekommen und habe mich darüber sehr geärgert. Es ist so. Wenn ich zu euch sage, ich schicke Pakete raus, dann mache ich das eigentlich zu 80, 90% an dem Tag, wenn ich das sage. Es kann natürlich mal was dazwischen kommen, ne? So. Wenn ich aber zu euch sage, mein Mann schickt das raus und ich melde mich danach nicht nochmal, dann schickt er das auch raus. Dann kommt die Sendungsnummer später oder wie oder wie auch immer. Eigentlich mache ich es gleich, aber man hat halt eben auch eine Menge zu tun. Das Ding ist, ich habe, also wenn ich keinen Tausch mache, Tausch ist natürlich was anderes, aber wenn ich sage, von aus freien Stücken, weil mir jemand leid tut, weil er sagt, ich habe beim Gewinnspiel kein Glück gehabt oder ja, ich gewinne eh nicht und das ist dann auch so und ich sage von mir aus, pass auf, ich mache dir ein kleines Paket fertig, dann ist das meine Sache, verdammt nochmal, wann ich das abschicke. Ja, das mache ich aus freien Stücken und ich finde das ganz frech, dann zu sagen, ich wäre ein Blabla-Mensch. Also, das ist echt unterste Schublade. Warum erzähle ich euch das? Ich meine, meine lieben Menschen, die weiß ich, ihr würdet sowas nie sagen. Hier meine Abonnenten und alle, die mich kennen, ich weiß das. Ne? Das würdet ihr nie machen. Also mir fehlen schon wieder die Worte, die Sprache. Ich bin dann aber so, ich muss das dann auch loswerden. Bitte habt Verständnis für alle, nicht nur für mich. Wir haben alle noch ein Leben. Ja, es gibt hier so viele, die Kinder haben. Also bitte habt da Verständnis. Ich habe zum Beispiel das Pech gehabt, ich habe was abgeschickt gehabt und habe nichts zurückbekommen, ne, von einer gewissen Person. Ja, das ist scheiße. Da müsste ich mich drüber aufregen. Aber da denke ich mir auch, weißt du, leckt mich am Arsch, Fräulein, und der Lack ist erledigt. Ne? Hat sich das, die Person hat sich für mich erledigt. Und gut ist. Aber sowas ist echt, nee, das geht gar nicht. Also habt einfach Verständnis für eure Mitmenschen. Und selbst wenn das mal ein paar Wochen dauert oder 2 Monate oder keine Ahnung, das sind. Das ist meins. Also ich habe das von mir aus aus Freistücken angeboten. So. Und so hart wie das klingt, dann müsst ihr halt eben warten, bis das bei euch ankommt, bis ich die Zeit gefunden habe dafür. Punkt aus, fertig. Da diskutiere ich gar nicht rum. Also ja, so. Jetzt habe ich wieder gemeckert. Kommt ja nicht mehr so oft vor, aber ja, es musste mal gesagt werden. Einfach nur Verständnis für unsere Mitmenschen. So, ihr Lieben, jetzt ist aber Schluss hier. Ich hoffe, der Ton läuft. Ich kontrolliere das gleich, und lade den Roll hoch. Und wir sehen uns. Bis später.